Physik mal anders. Der Eisbär hat ein dickes Fell, das als Isolierung dient, ganz im Gegensatz zu der Nacktkatze. Die Körperwärme kann nicht mehr so leicht entweichen und es bleibt schön warm unter dem Fell. Der Eisbär hat eine schwarze Haut, die die Wärme der Sonnenstrahlen speichert. Je größer der Körper, desto geringer wird im Verhältnis dazu dessen Oberfläche, von der die Wärme abstrahlen kann. Der Eisbär hat kleine Ohren und einen kleinen Schwanz, weil über die Körperanhänge immer sehr viel Wärme verloren geht.